Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video mache ich eine Dragon Ball Super Theorie und ich wünsche euch viel Spaß. Achtung, es könnten Spoiler enthalten sein, also wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann guckt das Video nicht. Okay, wir fangen an. Also in diesem Video geht es halt darum, wie Son Gohan wieder stärker wird. Und man weiß, dass Hit auftauchen wird und dass er Son Goku möglicherweise sogar töten wird. Sagt irgendwie Folge 71 oder 72, keine Ahnung. Wieso sagt das steht irgendwie, Son Goku ist tot. Und ja, das ist halt dann schon krass. Angenommen, Son Goku stirbt wirklich. Was passiert dann? Was soll man machen? Ja, eigentlich nichts. Sagen wir, er stirbt durch Hits Hand. Dann wird Vegeta natürlich aggro sein. Und er schafft irgendwie auch nichts gegen Hit. Und dann wird er natürlich trainieren, genau wie Son Gohan. Weil halt Son Gohan wird trainieren, er wird wieder stark. Und Vegeta wird natürlich auch noch hart trainieren. Und auf jeden Fall beide werden stark. Son Gohan wird auf jeden Fall seine Mystic-Form erreichen, weil letzten Folge hat er auch so geschwitzt. Man weiß nicht, was das zu bedeuten hat, aber. Vielleicht verarscht Toriyama uns auch, aber egal. Er wird auf jeden Fall trainieren. Ich glaube nicht, dass er den Super Saiyan Blue erreichen wird, weil das geht nicht so schnell. Son Goku und Vegeta haben mega lange gebraucht, um den zu erreichen. Klar, Son Goku ist ein Halb-Saiyajin, hat mehr Potenzial. Aber das ist ja auch schon für Dragon Ball Verhältnisse ein bisschen zu krass schnell. Und ja, natürlich, Son Gohan und Trunks könnten auch wieder stark werden. Weil Son Goku hat bemerkt, oh, mein Papa ist tot. Einer hat ihn getötet. Das ist natürlich vielleicht aggro und wird dann mit Trunks trainieren. Dann werden die wieder stark. Ob die mitkämpfen dürfen, ist eine andere Sache, aber ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so könnten die dann halt wieder stark werden. Und so würde ich das halt machen, wenn ich Toriyama wäre. So würde ich die wieder stark machen. Und wer könnte Hit diesen Auftrag gegeben haben? Manche glauben Champa. Aber das bezweifle ich irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Also, er wollte halt wirklich Son Goku töten. Deswegen glaube ich das nicht. Das wird irgend so ein anderer gewesen sein. Und egal was passiert, Beerus und Whis werden sich da raushalten. Also, denen ist scheißegal, ob Son Goku stirbt oder nicht. Die werden sich einfach da raushalten, weil die sagen auch, ihr verlasst euch zu sehr auf die Götter. Und ja, stellt mir vor, die wären nicht da. Dann wären die echt am Arsch. Und klar, jetzt werden manche sagen, und ich, ne? Klar werden jetzt manche sagen, Son Goku hat doch noch so einen Super Saiyan Blue Kaioken. Aber wir gehen einfach mal davon aus, dass Hit ihn wirklich töten wird, dass Son Goku selbst mit einer Super Saiyan Blue Kaioken keine Chance gegen Hit hat. Und ja, das ist natürlich Schock. Ich glaube schon, dass er mit seinem Blue Kaioken so stark wie Hit ist oder vielleicht sogar stärker. Aber sagen wir mal, er stirbt in dem Video, weil das ist jetzt halt eine Theorie. Und das war es eigentlich auch mit dem Video. Ich bin echt gespannt, wie es weitergehen wird mit Dragon Ball Super. Morgen kommt eine neue Folge. Ich hab eigentlich nicht mehr zu sagen, außer bis zum nächsten Mal. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Ciao.